Ich habe für euch diese weihnachtliche Fensterdekoration vorbereitet. Auf so einem richtig schönen, schweren, dicken Eisenring mit dem Kometen in der Mitte, in natürlichen Grautönen, mit ein bisschen Eukalyptus auch dabei. Der Eukalyptus ist künstlich, die Konifere ist frisch. Das trocknet ein und hält sich wunderbar die ganze Weihnachtszeit. Und ich möchte euch zeigen, wie wir den fertigen. So, jetzt haben wir hier die Materialien aufgebaut, die wir dafür benötigen. Und der erste Schritt ist, dass wir hier diese braunen Mühlenbeckia-Zweige an den Ring binden. Mit diesem Deko-Silberdraht verzwirbeln und dann locker drumwickeln. Und jetzt nehmen wir die Koniferen dazu. Und setzen dann von der anderen Konifere, von dieser silbergrauen, direkt so ein bisschen was mit dazu. Es gibt dann nochmal so ein bisschen eine unterschiedliche Struktur in den Kranz. Und dann wirkt das auch ein bisschen lebendiger. Einmal schauen, dass man von der Höhe her gleich ist. Dabei gar nicht so penibel sein. Also ruhig das Zeug so grob nehmen, wie es auch wirklich kommt. Die Lücken, die dazwischen entstehen, die dekorieren wir gleich mit Eukalyptus und den Zweigen. Ist der untere Teil schon fertig. Und da wickelt ihr das Endstück ein paar Mal drum, dann kann sich das auch nicht lösen. So, für hier oben habe ich jetzt zwei gleiche Bündchen fertig gemacht, die wir hier oben an den Kranz ansetzen, an den Ring. So, jetzt haben wir unser grobes Gerüst für unseren Kranz schon fertig. Jetzt dekorieren wir das aus und wir fangen dabei an mit dem Eukalyptus, mit dem künstlichen. Jetzt garnieren wir das Ganze. Und zwar habe ich dafür ausgesucht, diese Bonsai-Zweige, diese weiß gefärbten, diese Styroporbändchen mit diesen kleinen Kügelchen dran und diese Kokossterne. Das sind alles so verschiedene Bastelmaterialien, die wir hier in großer Auswahl bei uns im Laden haben, wo ihr euch auch individuell das zusammenstellen könnt. Also ob das weiß oder grau ist, ob das braune vielleicht besser passt. So, jetzt nehmen wir die Kokossterne. So, jetzt machen wir diese Styroporketten da drum, um den Kranz. Drumherum bis oben hin und kleben das oben dann auch nochmal fest an den Grün. So, jetzt setzen wir unten die Schleife an, formen daraus so eine 8. Hier in der Mitte das zusammenknoten. Weil mit unserem Stück Filzkordel setzen wir das jetzt hier auf unseren Kranz drauf und binden das nochmal hier unterhalb fest. Dann braucht ihr die Endstücke auch nicht abschneiden, die könnt ihr gleich als Deko runterbaumeln lassen. Den Kometen müsst ihr euch so ein bisschen zurechtfriemeln. Der ist so als kompakter Strang in der Packung drin und den müsst ihr euch so ein bisschen dann auseinanderziehen und die Enden auch so ein bisschen schön auseinanderbiegen, dass er eine schöne gleichmäßige Form da reinbekommt. Und den befestigen wir jetzt an unserem Kranz im oberen Teil. Das fixiere ich jetzt hier oben mit einem Kabelbinder. Bitte an dem Kabel nicht aufhängen. Dafür ist das Ganze, was wir jetzt hier angefertigt haben, zu schwer. Wir nehmen jetzt nochmal die Filzkordel, wickeln die hier oben schön drum, dass man den Kabelbinder auch nicht sieht und daran bitte aufhängen. So, und fertig ist unsere weihnachtliche Fensterdekoration. Es funkelt und leuchtet schön, ist sehr natürlich. Jetzt ist Zeit zum Nacharbeiten. Viel Freude dabei!